Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal das erste Squad Builder Battle in EFC 24 um richtig geisteskranke Starspieler. Das ist brutal. Und zwar um unsere jeweils bestgezogenen oder gepulten, gepackten Spieler. Bei mir ist es ein Icon gewesen, Leute. Ich sag dazu gar nichts mehr. Kommen wir erstmal gleich dazu, aber mit dabei ist erstmal der Eisen. Was geht, Gummo? Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich dabei. Es ist sein erstes EFC Video und wir beide machen SWB drum. Besser geht's euch gar nicht, Bro. So ist es, Freunde. Dafür, dass wir auch solche kranken Karten zu denen kommen wir gleich nehmen. Lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. 1000 Likes sollten easy drin sein, oder? Bester Pull von allen FIFA-YouTubern. Ich schwöre. Ja, Freunde, bei mir ist es einfach Eto'o geworden. Leute, der kostet über 3 Mio oder sogar 5 Mio. Ich gehe mal drauf, Leute. Ihr seht es hier schon. First Owner, das ist dieses Zeichen da. Preisvergleich. Es ist gestört, Leute. Das ist... Da geht mein ab, ich sag ganz ehrlich. Und bei dir auch eine nette Hero-Karte, ne? Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich habe hier so eine Hero-Karte gezogen, Viali. Ich habe 2.500 Euro aufgeladen. Mein bester Pull war eine Hero-Karte. Aber ich glaube, sie ist sehr, sehr geil. Vor allem, die hat diese verrückten Playstyles, weißt du? Die hat hier so einen Playstyle. Ja, meine besten waren auf jeden Fall ein paar Icons, dann ein Haaland und sowas, Leute. Aber falls ihr auch noch aufladen wollt, beziehungsweise PSM-Karten sucht, bei Neba gibt es die günstigsten. Zweiter, also der Link ist das in der Videobeschreibung. Und der erste für Sneakers und Nota. Aber ihr könnt natürlich jetzt hier auch nochmal ein kostenloses Abo, beziehungsweise Follow lassen, damit ihr dann für EAFC nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, auch in diesem FIFA-Teil oder EAFC-Teil halte ich jetzt mal zuerst auch wieder rein. Du darfst deine Spieler reinstellen und mein Board mit den Spieler das jetzt aufhören. Let's go. Okay, Bro. Linker MS habe ich am Start. Ihr seht schon, ich habe Haaland, Benzema, Messi. Ich habe ein bisschen investiert, aber deswegen aber gehe ich mit einer nicht so krassen Karte. Tut mir leid, Leute, aber ich glaube, die Karte wird sogar Meta-Bundesliga-Team. Wir gehen Karten, die ihr euch leisten könnt. Es ist Timo Werner, Bro. Also direkt ja, am Start. Und daneben habe ich noch eine Bundesliga-Karte und ich bin ein richtiger Fan von ihm. Ich glaube, er könnte Top-Torjäger der Bundesliga werden. Openda? Ja, Openda. Openda, ja, der Typ ist, Leute, die beiden in FIFA ist allgemein sehr eklig. Ich glaube, die werde ich in meiner ersten Weekend League öfter sehen als meine Eltern, aber okay. kannst spielen, ja. Wichtig, wichtig. Bei dir war eigentlich unmöglich, Bruder. Du spielst ja mit einer Icon, gar kein Hinweis, wie bei mir halt mit Aero. Also, das ist schon nicht leicht. Komm, erzähl. Ja, weil 4-4-2 spiel ich. Was hast du überhaupt aufgeschrieben? Linkes Mittelfeld und Stürmer. Okay, alles klar. Ja, mach ich mal mit den beiden. Das ist nämlich ein entspannter Link, Leute. Und wenn ich wirklich diese Möglichkeit habe, dann nutze ich das jetzt hier mal. Es wird vorne Alex Pop, Leute. Neu in FIFA, wie gesagt. Und jetzt linkes Mittelfeld. Meine Damen und Herren, schnallt euch an. Schnallt euch an. Haltet euch fest. Jule Brandt. Du freust dir, likest jedes Bild von ihr. Ich schwöre, du bist größter Jule Brandt Fanboy. Nein, aber wir sind Kollegen. Ehrlich jetzt, wir sind Kollegen. Wir haben schon viel miteinander aufgenommen. Okay, dann machen wir weiter. So, Freunde, machen wir weiter mit der zweiten Runde. Ich halt mal rein. Ich füg mal ein. Halt du mal rein. Ja, mach mal. LZM bei mir am Start. Ich habe auch eine Frau am Start. Ich sag euch ehrlich, ich wollte nicht so viele Frauen spielen, weil ich kenne die auch einfach nicht in real life. Dallmann spiele ich aber. Hat eigentlich relativ stabile Stats von Bayern München. Dann habe ich am Start in der Mitte eine weitere Frau. Die habe ich aber gezogen. Es ist Magul und die hat 5 Sterne Skills, Freunde. Die wird einfach so zauber wie Neymar. RZM habe ich am Start. Ja, Matcher. Ein Matcher, aber den von Dortmund. Vom BVB, ja. Auch guter Mann, Leute. Der hat letztes Jahr mein Icon-Pick mal geöffnet. Hat mir da, boah, ich glaube, der hat mir da auch, ich glaube, Yashino so hat er mir da gezogen aus dem Icon-Pick raus. Auf jeden Fall, ich bin mit Musiala, Emre Can und Leon Goretzka gegangen. Also voll Bundesliga. Richtig. Meine Frauen dürfen beiden geil. Dann fahren wir mal fort, aber nicht die Automarke, Leute. Wir gucken mal. Und zwar ZM Numero Uno wird bei mir ein Bernardo Silva. Genau, 88 hatte ich, wie gesagt, First Owner. Verein ganz entspannt. Dann rechts Mittelfeld kann der hier, glaube ich, spielen. Und zwar, das wird der gute Saka von Arsenal. Muss ich mal gucken, war der auch da drin? Ja, genau. Und in der Mitte Jamal. Ich hoffe, der wird krank im Game. Ne? Also Lohmann und Dallmann. Ich dachte, jetzt geht es noch mit noch mehr Frauen. Ich habe alle Frauen. Läuft wie ein Länderspiel wieder, herrlich. Freunde, wir haben uns noch nichts rausgesniped. Ich sage, bei den Außenspielern wird es jetzt mal langsam Zeit. Rechter, linker Läufer, ich herein. Okay, Max, bitte, ich verspreche dir eins. Ich habe keine Frau mehr. Das ist 2 Frauen. Ich habe Magul und Dallmann. Das war's aber. Ich habe Linksverteidiger, Bruder Herz, am Start Hernandez von Paris jetzt. Aber ja, Bayern München, man muss keine Positionsmodifikator-Sachen mehr nehmen, weil sie ändert automatisch ihre Position. Endlich, danke ihr. Sehr gutes Feature, EA. Sehr gut, EA. Also wirklich. Hätte man auch mal so ein halbes Jahr vorher machen können, nachdem sich die Leute alle aufgeregt haben. Aber da muss natürlich ein neues FIFA her. Geil. Und Rechtsverteidiger am Start, 79er. Mukiele.
Ja, Leute, das war wie, ja, wie es Grillen unter Wasser, da kannst du gar nichts machen. Weißt du was, das ist Perfect Link. Perfect Link. Ja. Frankreich, Paris, boah, nehmen wir. Ich halt rein. Stimmt, oh mein Gott. Ja, okay, also auf jeden Fall das neue Chemiesystem, ein Big, Big W, muss man mal sagen. Ich gehe rein, linker Verteidiger. Wir gehen die Premier League nochmal auf Spanterino. Ich glaube, das wird da, Leute, also mein Verein ist auch viel zu voll, habe ich ja gerade mal so festgestellt. Ich habe zwei Premier League-Spieler. Erzähl. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, sage ich dir ehrlich. Es wird Ake, Linksverteidiger. Also wenn du den hast, das wäre ein bisschen, ja, nicht so geil. Und Rechtsverteidiger, den könntest du wirklich haben, weil das ist jemand, der spielt bei Arsenal. Der hat gute Stats, ist Timber. Cancelo und Walker, Bro. Sehr gut. Und ich finde den immer noch nicht. So, Freunde, ich habe drei Spieler aufgeschrieben. Komm. Ich glaube, hier bin ich zuversichtlich. Den hast du vielleicht. Also, ich habe mich ja gerade missversprochen mit Saliba und Timber, Leute. Also, Timber ist natürlich rechts, weil das ist ja dieser Holland-Link. Dann sind da alle auf Fullcam und aus der Premier League sowieso schon alle Fullcam. Deswegen brauche ich nichts mehr aus der Premier League. Lieber Niklas, hast du dich, glaube ich, ein bisschen getäuscht. Denn wir tauchen nochmal ab in eine Liga. Und zwar die Serie A. Wir gucken mal rein. Und zwar, genau, Tomori wird es. Boah, Leute, da habe ich von eSport noch gehört, dass das übrigens der beste Innenverteidiger in diesem Spiel sein soll. Ich bin sehr gespannt, wie der Ingame ist. Dann andere IV. Ist der Perfect Link zu ihm. Oh, ich habe 1000 Leute hier. Kalululu. Tomori, ne? Und, also Tomori, Kalululu und hinten ja. Mai Mucho. Mucho, Mucho! Saliba Pavard, ne? Ramsdale, schade. Sehr gut, okay. Sehr schön. Leute, das heißt, Fulltime habe ich schon der ersten ich auf. Ich wollte bloß sagen, ich habe Fulltime hier. Also ganz entspannt. Ey, ich habe linker Innenverteidiger. Ich spiele auch so Karten, die ihr so am Anfang spielen werdet. Matze Ginter. Mal ausprobieren heute, was er abliefert. Rechter Innenverteidiger. Habe ich eine 81er Karte. Es ist Danilo Pereira. Kann auch ZTV. Und im Tor habe ich eine Serie A Karte. Es ist der 83er. Bro, wie heißt der? Merit. Da. Perfekt. Ja, nee, kein getroffen. Nacho, Fernandes, Alaba, Donnarumma. Ich habe gedacht, spanische Liga, weil kein erster Snipe wie AFC. Ja, wirklich, so ein bisschen okay. Dann wird der erste Snipe halt aufs nächste Video verlegt. Leute, falls ihr euch wundert, warum ich hier ein bisschen gehe, es ist 2.55 Uhr und... Grüße gehen raus, ja, meine Schuld, sag ich ehrlich. Sag ich ehrlich. Da musste gerade jemand um 2 Uhr irgendwas seinen Windows-PC resetten, Leute. Grüße gehen raus und dann würde ich sagen, da haben wir uns unser erstes Fußball-Simulationsspiel von EAFC 24 ein. Let's go. Übrigens, wir haben noch gar kein Spiel gemacht. Das ey, wir haben beide noch nie EAFC gespielt. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ey, ich schwöre, Digga, kann man dieses Meme auf dem Sofa einlegen? Ey, bei mir Spielbühne ist gefreezed. Bei mir auch. Ich krieg Kopfschmerzen. In heißen gegen FC Regio. Junge, ich kann nicht mehr, wirklich. Leute, das Einladen hier, das war schon eine Nummer um 3 Uhr morgens. Ich kann das nicht, okay? Team Sieg, du, oh, dieser Openda und Werner, ne? Ich bin gespannt, aber dieser Eto, Digga, du baust hier auch wieder teuer, Junge. Erster Tag die AFC und er baut hier wieder seinen Leber rum, Digga. Jule Brandt. Freunde, wir können jetzt hier Geschichte schreiben. Oh mein Gott, er hat gemoved, Mann. Ja. Das ist das erste Tor in der AFC für mich. Ja, GG's. Fühlt sich gut an. Und das ist auch der erste Tor. Okay, ja, jetzt wird's schon wieder. Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt lege ich mich nach vorne. Ja. Ja, bitte. Oh mein Gott, ey, Tor. Da bleiben wir aber mal ganz ruhig, Leute. Mein erstes Tor in der AFC und oh mein Gott. Schauen wir mal. I say right foot. Junge, Kamera, ich Kabine, was ich seh meine Jungs, was das denn? Hey Junge, Digga, das ist dein Spiel, Max. Ich schwöre, das ist dein Spiel. Das ist nicht mein Spiel, das ist deins. Ich schwöre, du konntest die ganze Zeit. Alex Pop, bitte, Alter. Bitte, wir leben in einer Simulation, das ist so schön und Alex Pop mit dem das ist nicht geil, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel, aber es ist mein Lieblingsspiel jetzt schon. Okay, ein entspanntes Tor, war ganz entspannt. Digga, Eto'o, er ist so geil. Er ist so geil. Lupf ihn rein, komm, mach es. Klappt ihn doch um, Mann, ist mir doch egal. Er ist der Beste. Er ist wirklich der Beste, ne? Also wäre aber auch nicht der Beste, hätte ich hier alles angezeigt oder so, ich weiß es nicht.
war abseits, oder? Das ist aber Hammer. Linienrichter? Nee, war ich nicht. Ich schwör. Hintenrum. Ey, ich hab verloren, Digga. Nein, ich mach jetzt ja. Oh mein Gott. Okay, Freunde, 4-3 gewonnen. Erstes Spiel, es wird mein EAFC. Ich und EA Sports. So, Herr Niklas, haben Sie denn umgestellt? Ich hab umgestellt, Bro. Ich habe so ein paar, glaube ich, so. Also sind jetzt keine Banger-Leute. Natürlich am Anfang von EAFC wäre jetzt crazy, wenn wir R9 und so spielen würden. Aber ja, so, ich glaube, so ein Timo Werner, eine Hero-Karte, so eine Magull, okay. die werden schon ja. Gut Coins kosten, safe. Ja, okay. Welche Form hast du nochmal? 4-3-2-1, Brudi. Ich gehe mit irgendwas Zentralen. Also, ich glaube, ein Keeper, das traust du dich nicht im Ersten. Ich glaube, Stürmer auch nicht. Deswegen gehe ich mit einem zentralen ZM. Openda. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet. Ja, ist okay, glaube ich. Der kostet jetzt schon 25.000 Coins. Leute, ich glaube, das ist für den ersten EAFC-Discard, ne? Das ist super. Digga, das ist crazy, man. Ey, kann ich den Quick sein? Ich habe noch keine SBCs gemacht, Bro. Ach so, ja, klar, okay. Ich habe noch nicht mal diese Grundlage, ja, ja. Ich will noch nicht mal abgeben. Ja, ja. Ich werde ihn nicht zurückholen, versprochen. Alles gut. Ich habe ihn jetzt Quicksell, Bro, aber ich habe diese NPC-Grundlagen nicht mal gemacht, deswegen denke ich jetzt nicht. Alles entspannt, Leute, haben wir es jetzt mal so gelöst. Von daher, falls es euch gefallen hat, lassen wir gerne einen Daumen nach oben da, lassen ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Sehen wir uns beim nächsten Video. Checkt den Hebel noch gerne ab und den Niklas. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein und ciao, ciao.